Ein paar Mal kräftig draufgetreten und schon ist er vollbracht. Der symbolische Spatenstich auf der U-Farm in Augsburg. Hier soll also bald ein neues Farmhaus entstehen und damit das ohnehin schon große Angebot noch erweitern. Beim Spatenstich natürlich mit von der Partie Augsburgs Oberbürgermeister Kurt Griebel. Er und die anderen Vertreter der Stadt haben maßgeblichen Anteil an der Entwicklung der U-Farm. Wir wissen, dass in einer Großstadt einfach auch viele Facetten des wirklichen Lebens fehlen, dass Kinder nicht in Berührung kommen mit Natur, mit Lebewesen und dass es auch andere Formen des Umgangs, des sozialen Miteinanders und des Lernens braucht und das ist in so einer Jugendfarm super gewährleistet. Wir haben von Anfang an dazu geholfen, was die Erschließung anbetrifft, dann die Beschaffung des Grundstücks und die Zurverfügungstellung des Grundstücks. Das ging immer etappenweise. Man musste erst einmal das Planungsrecht dafür schaffen. Ist ja nicht so ganz einfach, in unmittelbarer Wohnnachbarschaft sowas zu machen. Und dann auch jetzt in einer Partnerschaft für den Betrieb dieser Einrichtung, was Zuschüsse anbetrifft. Da sind im Haushalt entsprechende Vorkehrungen da. Wir sind mit unserem Partner, dem Ferrosche Kinderzentrum, da in eine vertragliche Vereinbarung gegangen. Die betreiben das und so ist es ein gutes Miteinander. Die U-Farm als Angebot der offenen Jugendarbeit bietet Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit, auf einer riesigen Fläche zu bauen, zu werkeln und der Natur spielerisch ein bisschen näher zu kommen. Aber was bedeutet offene Jugendarbeit überhaupt? Das bedeutet für uns auch ganz wichtig, offen im Sinne, dass jeder kommen kann. Wir sind also weder konfessionell noch politisch geprägt, sondern wir wollen eben hier einen Ort schaffen, der für alle, sage ich mal, eine gewisse Akzeptanz findet. Also bitte alle kommen, alle hier mitmachen und ich glaube, für viele wird es so sein, dass sie hier ja, viele Freunde finden, auch viele Situationen finden, wo sie einfach das machen können, was vielleicht auch zu ihnen passt. Also Kinder, ihr habt es gehört, wer mitmachen möchte, die U-Farm Augsburg hat im Sommer dienstags bis freitags von 14 bis 18 Uhr und jeden zweiten und vierten Samstag von 10 bis 17 Uhr geöffnet.